Und ich unterbreche Roberts Anmoderation. Ja, hier sind wir wieder bei Folge 71 von Fallout New Vegas. Und wir waren hier das letzte Mal in dem Lager der Unholde stehen geblieben, werden hier jetzt auch noch weiter ausräuchern und was es zu räuchern gibt. Lachs, Schinken, Bratwürste, wir räuchern einfach alles. Ja, wir räuchern alles, auch euch. Und jetzt gehen wir einfach mal ins Zaps Lichtreklame. Natürlich schlau, wie ich war, vorher kein F5 gedrückt. Aber wir werden ja sehen, was uns hier drin erwartet. Ich hoffe, jede Menge Action. Action! Action! Na gut, keine Action. Wo ist Boon? Ach, da in der Ecke steht und raucht eine. Ein Terminal. Der olle Quarzer wieder, aber das ist nicht mal verschlossen. Das lohnt sich nicht, hier zu hacken. Gut. Ich habe nicht auf das Fähnchen geguckt, aber Boon hat gleich jemanden. Und hat auf jeden Fall hier ordentlich. Ich weiß nicht, was Boon da unten macht, aber er scheint mir nicht unbedingt der Hellste zu sein. Wir müssen uns jetzt erstmal heilen und da ja wir herausgefunden haben, dass unsere Begleiter nicht sterben können. Okay, wo sind jetzt unsere Treffpunkte? Sondern lediglich ohnmächtig werden. Können wir die auch erstmal in Ruhe vorgehen lassen? Da lassen wir Boon dort unten erstmal die ganzen Fallen finden. Und ich tue jetzt und sammle die dann rückzu wieder ein. Essen, ein bisschen was lesen, nee, einfach nur essen, 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 essen. Genau. Während Boon unten mit dem Tode kämpft, ziehen wir uns erstmal ein fettes Schnitzel rein. Und Kartoffelchips. Und Kartoffelchips, denn wir lieben Schnitzel mit Kartoffelchips. Und ein paar Nuka-Cola und es geht uns nicht wirklich besser. Ich glaube, ich werde mal ein, zwei Stimpaks reinhauen. Naja, das wirkt ja alles erst nach einer gewissen Zeit und ich würde den Stimpak jetzt lassen. Weil du hast jetzt so viel reingehauen, wenn du im Pip-Boy bist, ist es ja quasi wie ein Pausemenü. Okay. Und das wirkt ja alles erst nach... Wenn ich dich finde, ich lebe. Du schaust dir wohl gern selbst beim Bluten zu. Ja, mache ich. Ich schaue auch gern anderen beim Kartoffelchips haben nachgelassen. Oh ja, früher waren die wirklich mal besser. So. Mal hier kurz rein. Ein neues Stimpak und schmutziges Wasser. Nehmen wir gerne mit. Nimm das. Und unser Ad-I hat schon ganz schön was abgekriegt. Huhn hier. Na, knüppelst du den nur mal um? Apropos Ad-I, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger ist, könntest du aus unserem Ad-I mal wieder die Vault 13 Kantine holen. Ja, nein. Ich muss jetzt bloß erstmal hier gucken, dass ich nicht sterbe. Das wäre schon low, ja. Wir haben rausgefunden, was es mit dieser Kantine auf sich hat und ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Möglich wär's, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Und hier unten ist der Duke! Newcomb! Den bringen wir jetzt um! Genau! Der olle Duke! Also, das mit der Vault 13 Kantine, was ich erklären wollte. Ein Labor. Immer wenn da steht, wir nehmen einen Schluck aus unserer Vault 13 Kantine, generiert es uns ein bisschen was von unseren Trefferpunkten wieder. Und deswegen wäre es doch... was haben wir denn gerade an? Eine Söldnerrüstung, die ist aber nicht schwer, also die behindert uns nicht an der Bewegung. Okay, na, dann würde ich die jetzt auch nicht anziehen. Ich würde die coole, die Rüstung ist cool, da hast du so einen schönen BH, der passt. Na genau, ein schöner BH. Da machen wir ein bisschen einen auf Feminin. So, Baseballschläger, die hatten ja alle plus so No-Name, wir machen mal das Feuerzeug neben mir aus hier. Der Matze hat hier gerade seine flambierte Seite entdeckt, sag ich jetzt auch mal. Oh ja, oh ja. Ich habe gerade gemerkt, das Feuerzeug lag neben deinem Netbook-Lüfter und ist ziemlich heiß geworden und deswegen hatte ich gerade ein bisschen Angst darum. Vault 13 Kantine, genau, die hört uns, Eddie. Und immer wenn wir einen Schluck daraus nehmen, hast du es jetzt schon mal Eddie, erklärt. Wie kannst du es wagen, die uns wegzunehmen? Ja, Robert, ich hab's erklärt. Gut. Ich glaube, es hab's auch schon mal erklärt im Let's Play. Ist aber nicht so schlimm, ich bin da ein bisschen vergesslich. Ich schätze, okay. Ich werde es euch noch zwei, dreimal erklären. Also bitte seht das mal nach. Also wir haben hier drei Werkbänke, falls wir alle drei was bauen wollen. Ja, kann ja mal sein. So, hier geht's nicht raus. Hier sieht's auch nicht sonderlich spannend aus, sag ich mir. Liegt halt lauter viel Reklame Leuchtreklame, rum. Ja. Oh, ja, so viel zur Spannung, ne? 11 Raketen, das war ja mal. Da wir noch nie einen Raketenwerfer gefunden haben, glaube ich, haben wir mittlerweile genug Raketen, um ganz New Vegas hochzublasen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da stimme ich dir vollkommen zu. Das hatte ich auch nicht anders erwartet, Robert. Und. Was ist das? Ein zerbrochenes Dings da, Bums da. Dingensgedöns. Bums. Mensch. Genau. So, 7 war sonst als das Barilla Tatsache. Genau, du hast es doch langsam raus. Was war Quicksave, Robert? F5. Ach, ich bin stolz auf dich wie ein Hasenzähnchen. Wie ein was? Ein Hasenzähnchen? Das ist ja auch mal geil. Wir haben noch ein Jugendmagazin und Prügeln aktuell. Prügeln aktuell und ein... Schachbrett, such ein Bett, los. Los, du Stück, such ein Bett. Ein Bau 1, sind noch Werkbänke. Bau 1. Warte. Huch, nur habe ich es fallen lassen, na egal.
bist aber heute ungeschickt. Ja, es war auch überhaupt nicht mit Absicht. So, die Schachtel zu krennen lasse ich jetzt einfach mal hier drin. Da habe ich jetzt keine Lust, die mitzunehmen, ehrlich gesagt. Oh, der Herr steht nicht auf Geld. Ja, ich bin da eher nicht so der Geld. Oh, der Tresor ist hier schon offen. Totaler Lamer. Ja, können wir den gar nicht aufbrechen. Das ist ja du kannst ihn ja zubrechen. Ah, das Terminal kann man hacken. Oh Gott, ich sehe schon, wo das andere. Ja, aber ich werde jetzt beim ersten Versuch schaffen, denn es ist Legends. Rechts oben. Legends, rechts oben? Hier. Ja, 2 von 7. Leading. Ihr werdet mir das bestimmt nicht glauben, aber ich war in Fallout 3, was Hacken angeht, der absolute Uber-Pro. Du bist dran? Melissa. Wo? Das ist doch immer der, ganz unten jetzt hier links. Das ist doch immer der Name von der Frau. Oh, verdammt, seine Frau hieß nicht Melissa. Sondern. Die hieß Options. Options. Wir haben jetzt wieder aufgefüllt, da können wir wieder weiter probieren. Na dann. Wo Options? Unten. Da. Verflixter Mist. Also Options hieß er auch nicht. Jetzt finden wir mal raus, wie die Selling. Selling. Mein Liebling Selling. Ja, war zweideutig der Name, du bist dran. Ich würde sagen, es ist ja, ich gehe so langsam die Ideen aus. Probier's mal mit Train, ja. Also okay, wie die, ich möchte, also was der für komische Frauennamen hat. Also ich weiß ja auch beziehungsweise nicht. Beziehungsweise die gängigsten Frauennamen nimmt er nicht. Aber wie würdet ihr denn eure Freundin nennen oder eure Frau, wenn ihr eine hättet oder habt? Oder wenn ihr sie umbenennen könntet, sagen wir mal so. Es ist ja nicht so, dass sie schon einen Namen hat. Ihr dürft das ja aussuchen. Nein, aber würdet ihr gerne den Namen eurer Freundin ändern wollen? In Options oder Selling? Ja, in Options oder schreibt uns einfach mal, wenn ihr ein paar Ideen habt, in die Kommentare. Robert will nämlich seine Freundin umbenennen. Genau, und ich suche da noch ein paar passende Vorschläge. Hoffentlich sieht die das jetzt nicht. So, okay, also das, wenn zwei schließen, geht das irgendwie nicht. Ah, okay, das ist schade. So, Options hatten wir schon. Ein Versuch haben wir noch. Selling war es nicht. Drained war es vielleicht auch nicht, ich weiß Legends es nicht. Legends hatten wir schon. Legends ja, war das erste. So Benches wäre noch möglich. Das war's. Ich wusste es von Matze Anfang an. Back. Seine Frau hieß Benches. So, Lieferschein und Unfallprotokoll. Super. Tolle Wurst. Also wir haben die EP abgestaubt, aber sonst hat es sich jetzt nicht so ultramäßig gelohnt. Das war auch nur leicht verschlossen. Ja. Metallkiste habe ich schon reingeguckt, ja, okay. Ah, hier hätte ich beinahe übersehen. Dann hätte ich dich wahrscheinlich geschlagen, wenn ich es nochmal angeguckt hätte. Genau, weil der Matze verprügelt mich nämlich immer. Jedes Mal, wenn er kommt, verprügel ich ihn und zeige ihm seine zig Fehler, die er im Let's Play macht. Aber er macht also, ja nämlich nie Fehler. Nee, das kann ja hier so perfekt spielen wie ich. Genau. So fehlerlos, so ästhetisch, so vollendet. Du bist einfach nur so veredelt. So himmlisch. Vollendet, veredelte Spitzenqualität bei mir. In meinem Leben möchte ich Matze sein. Und ich glaube, jetzt werde ich von einem Kaffeehersteller verklagt, aber das war's wert. Wir trinken jetzt erstmal was hier aus den schön verstrahlten Brunnen. Warum auch nicht? Wir können's. Verendet, veredelt bin ich. Wir machen jetzt hier einfach mal weiter und hier irgendwo stehen noch Leute da hinten. Ja, und Robert, der tut ja erstmal die Steine schmelzen, damit die Leute nicht mehr so schnell durchkommen. Genau, ich wollte ihn einfach. Eine Art der Taktik. Ich wollte ihn einfach das Leben ein bisschen leichter machen, dass die schneller zu mir kommen. Aber er wollte nicht. Karawanenschrott finden, ja, nehmen wir mal einfach mal mit, zur Not reparieren muss er. Reparieren. Und ich glaube, jetzt haben wir hier einfach alles abgegrast. Ja, also mittlerweile ist hier nicht, also einen Feind sehe ich noch, aber ich glaube, dann ist hier nicht mehr so viel los. Ah, ich weiß jetzt, der wird den unbedingt noch holen. Und so, jetzt ist die Frage. Was man jetzt Bücher waren nicht dabei, oder? Das waren nur Zeitschriften. Ja, aber nur Zeitschriften. Ich würde zurückgehen zu dem Stützpunkt und die inoffizielle Quest mal abliefern. Bei wem müssen wir die denn abliefern? Bei irgendeinem wichtigen Typen. Irgendeinem wichtigen Typen, super! Das darfst du mich jetzt echt nicht fragen, Robert. Das ist schon ewig, ja, wir müssen uns das. Aber war das echt eine inoffizielle Quest? Ja, ja. Genau, ja. Bei dem Typen, den wir befreit haben. Wie hieß denn der? Ich habe absolut keine Ahnung. Hatten uns dorthin geschickt, verdammt. Musst du dich mal durchs Camp fragen, warum du gerade dort warst. Wir haben nämlich Alzheimer. Zurück. Hier, ich habe gerade so einen Typen umgebracht, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wieso. Wenn der Zahltag kommt, dann schön einen Freund unserer Regierung zu sehen. Wie geht's? Wie geht's, ja. RNK Ranger verdienen mein volles Lohn. Alles klar. Okay, die redet ein bisschen komisch, deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal rein. Ja, als hätte sie irgendwie sich in den Kopf eine Mikrowelle gesteckt, aber. Also es ist wahrscheinlich nicht so ganz gesund. So klinge ich auch immer nach jedem Morgen, wenn ich meinen Kopf in eine Mikrowelle stecke, so zum Aufwachen. Das ist kurbelt die Gedanken an. Ja, das ist Matze sein morgendliches Ritual. Genau.
nämlich mal Boon angucken hier und uns denken, Alter, sind wir geil. Nicht wahr? So. Du bist nicht wichtig. Nee, das stimmt. Tu jetzt hier alle mal ein bisschen. Es war auf jeden Fall irgendjemand in dem Gebäude, da bin ich mir weitestgehend sicher. Das Gewehr sieht einfach mal Hammer aus. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar mehr inoffizielle Quests, die wir mittlerweile schon wieder vergessen haben, denn wir haben 2 in Novak bekommen. Sicher? Ja. Für den einen Ranger, der in dem Haus wohnt, der mit dem kaputten Bein, der hat gesagt, wir sollen mal nach seinem Regiment gucken. Das rote Barett steht und Ihnen. Der wenn es schlechte Neuigkeiten also sind, können Sie mit dem Colonel sprechen. Bei guten Neuigkeiten geht es hoffentlich um tote Unholde. Was fällst denn du mir ins Wort? Was wissen Sie um Unholde? Haben Sie Probleme über Unholde? Ich komme wegen eines Kopfgeldes. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. So, so, Driver Neffy. Hast wohl gar nichts mehr zu sagen, du Arschloch. Keine Tipps zu meinem Golfschlag? Ich habe eine Menge gute Leute an diesen Psychopathen verloren. Die Moral wird besser werden, jetzt wo er weg ist. Hier ist das versprochene Kopfgeld. Okay. Ich schätze, wir könnten die erste Aufklärung runter nach Camp Forlorn Hope schicken. Die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Ich glaube, wir haben den Kopf einfach mal irgendwo gefunden. Ist wirklich so. Spontan einen Kopf aufgesammelt. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich gerne eine Quest von dir. Ich will jetzt eigentlich keine Infos. Du hast die Quest schon? Nee, wir haben... Wir haben gerade eine Quest bekommen, Robert. Sicher auch. Ja, also drücke mal M für die Karte. So funktioniert das ja nicht. Ja, das merke ich nur auch mittlerweile. Ringe, ding, ding, ding. Nein, 3 Karten Kopfgeld haben wir bekommen. Ah, okay. Na gut, wir kommen jetzt erstmal... Mit ihm sprechen, um einen Auftrag zu erhalten, stand da. Wo? In der Questbeschreibung. Liest du überhaupt? Das ist jedoch kein PR. Verdammt richtig, dass ich Probleme mit denen habe. Und ich zahle Kopfgelder. Es gibt 3 Unholde, die sterben müssen. Und mich kümmert nicht, wie es passiert. Klingt das nach etwas, das Sie interessieren könnte? Oh ja. Gut, verdammt gut. Ich schätze, es wurde auch Zeit, dass wir hier draußen mal Glück haben. Vielleicht können Sie einen dieser Irren ausschalten. Ich kann nur alle 3 Die erste heißt Violet. Gott weiß warum. Denn der Name ist noch das Schönste an ihr. Verbringt die meiste Zeit mit einem Rudel bösartiger Hunde. Super. Platzwolf. Dann wäre da Driver Neffy. Den haben wir schon. Er ist schnell und brutal. Hat ungefähr 12 meiner Leute mit seinem Eisendriver platt gemacht. Daher der Name. Und schließlich Kuck-Kuck. Vergewaltiger. Pyromane. Und wenn man den Unholden glauben kann, ein guter Koch. Wahrscheinlich der erste von allen. Ich werde Ihnen keinen Scheiß erzählen. Das ist kein üblicher Vegas-Abfall. Die haben alle gute RNKler getötet und reichlich Söldner noch dazu. Wenn Sie Jagd auf die machen, egal auf welchen, dann erwartet Sie ein fieser Kampf. Also, wer soll es sein? Also ich bin für Neffy. Ach nee, den haben wir schon. Kuck-Kuck oder Violet? Ich würde sagen, wir fangen von oben an und nehmen die gute Violet. Violet soll es sein. Gerne würde ich Ihnen einen Tipp geben, wie man sie platt macht. Mal aufschießen. Aber wir wissen weniger über sie als über die anderen beiden. Passen Sie auf Ihre Hunde auf. Sie hat sie selbst aufgezogen. Könnte auch Ihre Mutter sein. Und Sie weichen ihr nie von der Seite. Okay, wo kann ich sie finden? Gute Frage. Das Unholde-Territorium ist südlich von hier. Und sie treiben sich in der ganzen Gegend rum. Keiner bleibt lange an einem Fleck. Okay. Alles klar? Eine Sache noch. Oh, Mann. Wenn Sie die volle Belohnung wollen, dann brauchen wir einen erkennbaren Kopf. Meine Vorgesetzten wollen konkrete Beweise. Sprich, keine Kopfschüsse. Enthauptungen erst nach dem Tod und keine Treffer im Gesicht. Gehen Sie auf Nummer sicher und zielen Sie auf den Rumpf. Wenn der Kopf aussieht wie eine überreife Tomate, dann werden die Leute Zweifel anmelden. Und ich kann nicht das ganze Kopfgeld auszahlen. Ihnen viel Glück und werden Sie nicht unachtsam. Alles klar, es ist schon ein bisschen ein Freak, der Typ. Okay, auf Wiedersehen. Oh. Ja, cooler Typ. Ja, ist mir spontan sympathisch. Reicht da nicht auch ein Perso oder so, den wir nicht zeigen hier? Ja, weiß nicht, wie das funktioniert im postapokalyptischen Ödland. Das war jetzt ein kleiner Zungendreher. So, und hier sind wir drinnen. Du siehst auch nicht Kampflos richtig Kampflos geben halt wir nicht auf. Fresse. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ja? Hast du die Quest vielleicht von der da oben bekommen, bei der du den Typen verdroschen hast? Das kann die dich zum Porno sein. Eingeladen hat? Stimmt. Die stand auf mich. Wo ist denn die hin? Die war jetzt irgendwie rechts. Aber hier sitzt auch anderes rechts, okay. Ich glaube von denen.
Ja. Das ist die. Ja, also. Sie sind zurück. Weil davon abgesehen, dass der Computer ausgebrannt ist. Ich habe Beweise dafür, dass Sergeant, das hatten wir ja schon erzählt. Ja. Das ist wohl das am schlechtesten bewahrte Geheimnis. Aber wenn Sie tatsächlich echte Beweise haben. Okay, ich habe seinen Computer gehackt und. Nee, das wollten wir nicht machen. Hatten wir von dem die Quest bekommen? Ja. Weiß ich nicht, müssen wir mal fragen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich hoffe, ihr verzeiht uns das, wenn wir da jetzt ein bisschen suchen. Aber ich glaube, den suchen wir erst in der nächsten Folge, oder Robert? Ja, ich glaube es auch. Wir gucken jetzt hier auf dieses schöne Flugzeug. Genau, was gerade direkt auf uns zurast. Oh mein Gott, es rast auf uns zu. Wir müssen die Folge beenden. Bis dann. Bis dann.